Also, wenn das hier vorbei ist, ne? Wenn das hier vorbei ist, möchte ich. Hört doch nicht alle zu, Mensch. Wenn das hier vorbei ist, hatte ich mir gedacht. Wir beide, ne? So eine kleine. Also, ne? Hier ist Süßigkeiten drin, aber weißt du? Ich wäre gern, dass du mein Süßes wärst, ne? Herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir sind wieder bei Batman Arkham Knight und wir werden wie immer unterbrochen. Ich entschuldige mich für diesen Wichser. Die quatschen mir immer in den Funk rein. Aber wie ich am Anfang ja gesagt hatte, ich gucke mal, ob ich das ausstellen kann. Ich habe bis zum heutigen Tag nicht nachgeguckt, ob ich das kann. So genug rumgefaselt. Ich will jetzt ja die Hauptstory weiterzocken mit euch. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich die richtige Mission, ja, ausgewählt habe. Okay, 90%. Wir bewegen uns anscheinend langsam dem Ende zu, zumindest ist der Hauptmission. Wie gesagt, wenn die Hauptmission abgeschlossen ist, dann. Und die Massen an Kommentare rein theoretisch, die denn dagegen stimmen, dass ich dann schon aufhöre, dann würde ich das natürlich noch etwas weitermachen. Aber. Ansonsten würde ich sagen, mache ich nämlich nach der Hauptmission, das würde ich als Abschluss nehmen für Batman Arkham Origins, genau, Batman Arkham Origins, hallo, für Batman Arkham Knight und ja, da habt ihr im Endeffekt dann natürlich auch noch einige Inhalte, die ihr dann selber mal erspielen könnt. Ich möchte natürlich auch nicht alles spoilern, ihr habt jetzt die Hauptmission, das ist natürlich das Wichtigste, aber vielleicht habt ihr ja jetzt irgendwann das nötige Geld oder jetzt euch überwunden, das zu kaufen, dann könnt ihr wenigstens über die zahlreichen Nebenmissionen, die hier gehen, die auch storytechnisch super gemacht sind, die ja auch schon fast an eine, naja, wie soll man sagen, gewisse Hauptstoryline erinnern, die haben auf jeden Fall Potenzial und davon gibt es massig, könnt ihr viele Spielstunden bestimmt mit aufwenden. Ich bin persönlich aber nicht so der Typ dafür, deswegen denke ich mir, lasse ich das glaube ich lieber. Überlasse ich das glaube ich lieber euch. Hallo Silver Surfer. Das ist dann kein Silber, das ist ein Weiß, ne? Nein. Hopp. Und wieder gegen die Säule gefahren. Also Autofahren in dem Spiel werde ich nicht können. Achso, ja, falls ihr natürlich was gegen die Aussage habt, die ich jetzt gerade getätigt habe oder da falsch denke, dann lasst es mir natürlich in den Kommentaren. Ich kann da natürlich auch mal falsch liegen, ne? So, ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt hier. Achso, ja, wir haben die Server ja wieder online geschaltet. War es das? Scarecrow sollte einfach aufgeben, Mann. Der besiegt dich ohnehin nicht. Niemals. Was ist denn hier los? Die kranken Leute sind immer noch da. Ich hab doch. Püppi, ich hab doch gesagt, du sollst sie. Ich. Also, wenn das hier vorbei ist, ne? Wenn das hier vorbei ist, möchte ich. Hört doch nicht alle zu, Mensch. Wenn das hier vorbei ist, hatte ich mir gedacht. Wir beide, ne? So eine kleine. Also, ne? Hier ist Süßigkeiten drin, aber. Weißt du? Ich wäre gern, dass du mein Süßes wärst, ne? Was sagst du? So ein Candlelight-Dinner. Ich ziehe mir auch wieder einen ordentlichen Umhang an. Nicht den mit Löchern, versprochen. Okay? Ignoranz, ich kenne das. Du hast einen harten Kern, da stehe ich drauf. Bis nachher. Ja, da hat Betty jetzt wohl gerade einen kleinen Kopf kassiert. Du kannst genauso gut auch gleich einfach mal deinen Mund halten. Du Scheißer, gibt's ja überall. Hier ja schon fast schlimmer als in Real Life. Lass ihn einfach durch. Genau, danke. Halt mal. Und was ist jetzt? Hm? Cash sagte, es wäre seine. Also theoretisch gehört alles hier drin ihm. Das kann man nicht abstreiten. Ja. Bin ich jetzt blöd? Ach so, falsche Richtung. Alter, das Ding war da eben weg. Ich hab da eben geguckt. Hab gehört, die Statuen sind ziemlich selten. Sie sind einfach aufzuspüren. Nur das Einsammeln ist das Problem. Da ist ja die liebe Oracle. Dann werden wir mal. Klasse.
Du bist hier. Scarecrows Heli ist raus aufs Meer und dann nach Norden. Ich wollte die Route genauer bestimmen, aber die Daten sind beschädigt. Sie haben eine Menge Schaden angerichtet. Ups. Was war das? Ärger. Er hat... Tapfere Polizisten Gothams, ich habe eine Nachricht für euch. Ihr seid nicht sicher. Ihr seid ohne Schutz. Batman wird euch nicht retten. Das ist der Anfang vom Ende für dich, dunkler Ritter. Wir werden ja sehen. Der Batcomputer ist wieder online, Batman. Ich tue, was ich kann. Halte den Angriff auf das GCPD auf. Ja klar, kriege auch eine Anleitung. Das ist ja schlimmer als bei Ikea hier. Hallo? Ja, Hauptsache, die Metalldetektoren funktionieren noch. Richtet eure Waffen immer auf die Tür. Wir sterben hier nicht. Wir sind so weit gekommen. Zeigen wir ihnen, was es heißt, beim GCPD zu sein. Wo ist mein Auto? Da. Cash, alles abriegeln. Sofort. Okay, warte mal, mir ist das zu blöd. Ich will mal ganz Batmobile einsteigen. Auf die Beine, Mann, los! Ich muss verhindern, dass die Milizen in die Zellen eindringen. Er ist ausgestiegen, schalte ihn aus! Boah, Alter. Bams. Dürfte doch eigentlich schon alles gewesen sein, oder? Nein, doch noch nicht. Cash, öffnen Sie die Rolltore. Ich versuch's, Batman. Der Strom ist weg. Das war's. Die werden das Gebäude auseinandernehmen. Batman, dem Bauplan zufolge ist ein Generator außerhalb des Gebäudes. Los! Ja. Zu Befehl. So, wo sollen wir jetzt hin? Wo sollen wir jetzt hin? Wo sollen wir hin? Ha, vielleicht in die Richtung da, wo das grüne Ding hier zeigt. Ja? Siehst du, hier fallen einem jetzt auch mal Konstruktionen auf, die man vorher nicht gesehen hat. Aber ich brauche trotzdem das Bettding jetzt hier, ansonsten komme ich in die Mini raus. Außerhalb des Gebäudes. Also muss ich hier weiter lang, oder was? Leute, ich sehe schon wieder... Bin ich hier richtig? Komm ich hier raus? Nein. Dann glaube ich... Kann ich hier was ausrichten? Nein, okay. Alles gut, dann muss ich wohl wieder reinrennen in das Kackding. Nee, halt, ich weiß schon Bescheid. Ich muss das Ding jetzt erstmal wegziehen. Genau. Blödmänner in Blau haben dir vertraut, Bats. Sie haben an dich geglaubt und immer ein Auge zugedrückt, wenn du das Gesetz in die eigene Faust genommen hast. Und jetzt hast du sie alle zum Tode verdammt. Also, jetzt geht er mächtig auf den Sack, ne? Im Ernst, verschwinden wir einfach und lassen sie alle sterben. Sonst muss ich später wiederkommen und sie alle abmurksen und das wäre ehrlich gesagt viel unangenehmer für alle. Deine Wahl, Bats. Das ist ein Typ, ne? Den seine Schuhe finde ich auch nicht schön, ne? Da hat's halt nur Scheiße geliefert, mein Freund. Mensch, ist das hier verwinkelt. Oh Gott. Wie soll ich denn das mit dem Batmobil machen? Alleine. Ja, das will ich sehen. Das hat doch einen Heidenspaß. Ach du Scheiße. Komm.
Wollen wir jetzt hier weiter zu gucken oder machen wir jetzt langsam mal was? Ach, hier bin ich jetzt. Das GCPD, Heimat der tapferen Frauen und Männer Gottes. Ein Leuchtfeuer der Hoffnung in einer Stadt voller Chaos und Verzweiflung. Seht zu, wie ich es auslösche. Und damit das Leben. Orgel, der Generator wurde zerstört. Verflucht. Okay, es gibt ein Notstromaggregat in der Tiefgarage, aber das hätte schon starten sollen. Auf dem Weg. Der Eingang zur Tiefgarage steht anscheinend offen. Du kannst den Generator von da aus erreichen. Mhm. Wo ist der jetzt wieder? Wieder in der Richtung hier. Unter mir. Oh Gottchen. Hier hinten komme ich natürlich nicht durch. Hallo? Ich hab mir erstmal schön. Wie er es befohlen hat. Achtung, Batman! Was denn jetzt? Haha, mit Schilden. Oh. Ein bisschen nerven die ja, ne? Ein ganz kleines bisschen. Nerv doch nicht, Mensch. Ich krieg's Content schon wieder nicht hin, ne? Oh, ich... ja. So, nochmal in die Tiefgarage. Alter. Ja, alles klar. So, jetzt ist das Problem auch gelöst. Hey, hast du da drüben genug C4? Wir sollen die Generatoren ausschalten, nicht zum Mond schießen. Wir werden hier kein Risiko eingehen. Denk dran, wir stürmen das Gebäude und töten alle. Wie? Achtung, Batman ist hier! Achtung, Batman ist da! Hallo! Ich verziehe mich mal kurz in eine etwas nicht so dicht besiedeltere Ecke. Okay, hat sich erledigt. Ja, so sind die Stromfotzen wieder weg. Bam, 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 bam. Was denn jetzt? Lass doch den Schläger noch nicht fallen. Der hat das. Oh, fuck. Oh, das hat gesessen. Also für mich jetzt. Hallo. Irgendwie. Der Typ nervt mit seinem Schild, ne? Kannst du dir auch mal.
voll unfair. Hallo. Ich mach einfach nur wieder einen Platz. Hey. So, er hat mich natürlich. Du kannst den ganzen Batman gar nicht halten. Ich wiege 210 Kilogramm. Ich bin nämlich gerade auf Low Carb. Achso, ich habe vergessen, ich muss ja hochrennen an dem Schild. Jetzt. Ganz vergessen. Und jetzt gibt's auf die Fressen. Dippens. So. Jetzt sag bitte nicht, wie Oracle Bescheid. Den Notfallgenerator anwerfen und damit diese Türen öffnen. Dann werden wir das mal tun, ne? Dafür brauche ich nämlich die Distanzstromladung. Und so weit? Oracle, der Notfallgenerator ist in Betrieb. Gut, holen wir dich da mal raus. Begib dich zum Wagen, ich werde... Was? Was? Unmöglich! Was denn? Was ist los? Eine Schwachstelle im Netzwerk der Miliz. Idioten. Ich glaube, ich kann ihre Drohnen übernehmen. Gut, bereite dich auf einen Kampf vor. Auf was sollst du dich denn sonst vorbereiten? Auf ein Kitty, was ich, Sticker tauschen oder was? Ins Battlemobile einsteigen. Ich will da nicht raus. Hinter mir ist auch einer. Ziel erfasst. Mach dich mal weg. Ich beginne mit dem Hacken. Stellt euch doch mal. Okay, der Panzer ist bereit für die Explosion. Schieß einfach drauf. Umgehung der Sicherheitssysteme. Jemand ist hier drin. Entfernen Sie sie. Ich kann nicht. Wenn ich die Quelle verfolge, wechsle sie. Barbara Gordon. Dragon offline. Drohne tot. Alter, warte mal. Ich krieg hier gerade ein bisschen was ab. Ich hacke die Drohne. Ja, hacke, was du machen kannst hier. Ich hab meinen eigenen Scheiß dafür. Ich hab einen Panzer. Du hast einen Panzer? Batman hat den Riddler zerstört. Ich hacke das Ziel. Das ist meine Drohne, Batman. Du kannst es nicht aufhalten, Batman. Ja, warte mal ab. EMP-Stoß bereit. Schieß drauf. Warte mal, das ist jetzt nicht schön hier, was hier gerade passiert. Okay, nächster Hack initiiert. Panzer gehackt. Dragon wurde ausgeschaltet. Sir, wir müssen den Hack an der Quelle stoppen, sonst ist alles aus. Es hat sich nichts geändert. Scheiße. Machen Sie dieses ja, Gebäude ich weiß. Status kritisch. Warte auf Befehle. Ich auch. Ich bin auch kritisch. Los.
Uiuiui. Ich muss den Ansturm der Miliz auf das GCPD stoppen. Ach nee. Hey, das ging ja doch einfacher als ich dachte mit dem Teil hier. Ist hier noch eins? Hui! Wo kam der Schuss her? Was da? Dieser kleine Heli, ich hab den voll übersehen. Es ist nichts mehr da, Sir. Nichts. Ihr habt euren Teil getan. Nun tut Batman den seinen. Hm? Alle Drohnen zerstört. Geschafft. Nein, was? Moment. Scarecrow hat Infanterie auf dem Dach abgesetzt. Sie versuchen, die Sicherheitsverriegelung zu umgehen. Ich kann sie aufhalten, aber nicht lange. Also werde ich denn wohl von oben kommen. Anders kommt ja nicht. Batman, wo sind denn die anderen Kontrolle Typen? Über die Sicherheits- und Versorgungssysteme auf dem Dach. Ich kann die Schweine ausschalten. Du musst sie nur anlocken. Hörst du das? Der Kampf ist vorbei. Wohin läuft die jetzt locken? Hallo? Ach, da soll ich sie hinlocken. Oh. Was denn jetzt? Geh mal hier hoch. Alter. Genau hier bin ich dabei. Wie locke ich die denn da rein? Wie locke ich die denn hier rein? Nehme ich jetzt verkackern. Hier soll ich wahrscheinlich doch gar nicht rein. Barbara, ich habe deine Nachricht nicht verstanden. Was soll ich machen? Warte mal, ich bin jetzt hier. Hm. Guck mal, hier ist auch was Blaues. Was kann ich denn damit machen? Ah! Das, ehrlich, darauf habe ich jetzt. Egal. Ich sag das ja nichts mehr. Ich hab ihn. Los, auf ihn! Oh, die ist nicht der Ernst mit diesen scheiß Schilden hier. Irgendwie will er nicht so reagieren, wie ich das jetzt gerade möchte. Betty wird langsamer. Oh, geht wohl die Puste aus. Die mit ihrer Schilde. Das ist so das Nervigste überhaupt, ne? Die Kämpfe sehen sonst so geil aus. Und dann kommt da so ein Schildspasti vorbei. Ist jetzt ein Heli. War es doch gleich wieder. Reicht für den Schocker, Batman! Oracle! Ich hab ihn! Komm schon, Batman! Schlepp schon! Ja! Deine Chancen stehen schlecht. Ja, meine stehen erstmal schlecht, weil ich hier. Was der Batman der Zaun. Der Zaun ist deaktiviert, Fräulein. Und es sind schon wieder Leute mit Schilden da. Ja, ich wusste es. Ein so ein kleiner Sidekick. Oh, raste ich aus. Ja, irgendwie wieder dieses scheiß Video. Mann. Warum muss ich mir die Kacke wieder so anziehen? Nimm doch einfach mal ein Kilo ab, mein Freund. Dann kriegst du vielleicht auch mal hin mit dem Atmen. Batman, ich habe die Kontrolle über die Sicherheits- und Versorgungssysteme auf dem Dach.
kann die Schweine ausschalten. Du musst sie nur anlocken. Na, das will ich sehen. Mach ich gleich. Warte. Oh. Gut gemacht. Ach, ehrlich, ja, das ist deine Unterstützung? Wahnsinn. Sie hat da ein bisschen Strom auf die Kackteile geladen. So, hier, das Ding hat eben auch geleuchtet. Wahnsinn. Hammer. Danke. Wer weiß nicht, was ich ohne dich wäre. Hau ihm jetzt die Fresse kaputt. Ja, alles klar. Ihr nervt, Alter. Ihr nervt so voll. Jetzt aber. Und er hat sich wieder regeneriert. Ach, ist doch scheiße mit euch Fickern hier. Ne. Na, das will ich. Na, das will ich sehen. Da ist der Große immer hinweg. Zwar nicht unbedingt. Los, schnell den mit dem Schild, ich mag den nicht. Oh. Er mischt sich wieder um. Rein. Verstärkung ist unterwegs. Wiederbelebung. Halt die Fresse, ich muss erstmal meinen scheiß Medical hier weghauen. Das könnt ihr besser. Batman, der Zaun. Was, der Zaun? Was ist denn mit dem Zaun? Welcher Zaun? Ich weiß nicht, was den Zaun ich meine. Hau ihm jetzt eins mit dem Rohr über die Rübe. Ja, oder auch nicht. Hat er dir das jetzt zerschnitten, oder was willst du mir erzählen? Spring hoch da. Auf, so, der letzte Ficker kommt doch jetzt hier. Meine Güte, das sind ein paar Lutscher, ey. Nochmal Verstärkung oder was? Alter, leck mich doch. Ja, spring doch noch ein paar kleine Ficker. Sonst kannst du nicht mithalten. Gehen die mir auf den Sack. Ist hier mal wieder Strom auf dem Zaun? Das könnte ich jetzt eigentlich ganz gut gebrauchen. Hier, das sollte helfen. Streng dich an, ich habe nur noch einen übrig. Weg mit die Waffen! Leck dich, ich helfe dem Mann. An mir kommst du nicht vorbei. Ja, ich bin noch schon am Dingsen. Und das war's wieder. Alter, halt doch die Fresse.
Ihr könnt mich doch mal, ihr kleinen Letscher, ey. Du stirbst hier. Und deine Legende stirbt mit dir. Und ich geb'n Scheiß drauf, was du sagst. Auch wenn du mich da noch fragst. Jo, die Szene überspringen wir, weil wir kennen das schon. Soll ich dich grillen? Du wirst gleich Blut. Ich mach dich ungeschwitzt in den Boden. Ich hoffe, du bist down, mein Freund. So, den nächsten kleinen Typi hier. Wo ist er? Jo, leiste mir erste Hilfe, warte. Ich hoffe, der Dicke endlich meine Ruhe. Halt die Kombo, ne? Das ist so buggy manchmal. Mach ihn jetzt weg, das Gepiepe geht mir nämlich schon wieder auf den Sack. Meine Güte, ey. Batman, hier warten viele Leute darauf, dir zu danken. Euch beiden. Und ich bin einer davon. Sah echt übel aus. Danke, Aaron, aber das ist doch nicht... Oh Gott. Was ist los? Ich glaube, Scarecrow ist im Filmstudio. Dads Stimme wurde benutzt, um hineinzugelangen. Besorgt die Überwachung. Scheiße. Hab's versucht. Und ich kann Robin nicht erreichen. Er war doch da, oder? Keine Sorge, Oracle. Bin auf dem Weg. Ah, den haben wir eingeschlossen. Scheiße. Ich mach mich mal auf den Weg, ne? Bevor das rauskommt und ich haue, krieg von Oracle. Dad, ich kam nach Gotham, da war ich vielleicht 15. Ich wollte Batman sehen. Lustig, wie sich die Dinge ergeben. Mensch, welche Kindergeschichten. Yep. Der Typ ist cool. Oh, das ging auch fix jetzt. Öffnen. Oh, das sieht nicht gut aus. Traumatisch. Geht das nicht schneller? Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ein Wunderknabe scheidet dahin, gefällt von einem Superschurken. Wenn es dich tröstet. Glaub kaum, dass er mit meinem unglaublichen Werk mit Jason mithalten kann, oder? Scarecrow wird ihn bestimmt mit Angstgas vollpumpen und dann aufschlitzen, wie einfallslos. Was machen wir mit dir hier? Nur noch du und ich. Was, Batman? Das wahre dynamische Duo. Na, na, tupf dir die Tränen ab. Aber wann kapierst du es denn? Immer wenn jemand zwischen uns gerät, sterben die, werden verstümmelt oder dazu Hirn gewaschen, dich zu töten. Kleiner Tipp, alter Kumpel. Wir mögen unsere Differenzen haben, aber du und ich, wir gehören zusammen. Mein Gott. Ist das mal gut? Ich muss doch hier bestimmt irgendwas machen. Ah, eine Nachricht. Suchst du jemanden? Ah. Du solltest wissen, dass es
Kushner war so erpicht darauf, dich wohin zu verraten, als das Leben seiner Tochter davon abhing. Und jetzt habe ich deinen Robin, ein Vogel im Käfig. Faszinierend, dass deine Ängste dich dazu treiben, deinen engsten Verbündeten in eine Gefängniszelle zu stecken. Nun werden dich deine Ängste dazu bringen, das zu tun, was ich sage. Es gibt eine Lagerhalle in Kingston. Geh dorthin, allein. Dort nimmst du deine Maske ab. Oder deine Freunde werden sterben. Hm. Huiuiui. Auf dem Weg geht's jetzt hier. Gibst du das mit der Maske auf, Betsy? Gut für dich. Du rettest deine Freunde und ich kann ein bisschen Toxin schnuppern. Sekunde. Und wenn Sacke sich nicht tötet, nachdem er seinen Spaß hatte? Nee, hab's mir überlegt. Wir müssen nicht gehen. Freunde sind eh total überbewertet. Besonders deine. Die kann man keine 5 Minuten allein lassen, ohne dass sie gekidnappt werden. Das ist ein Laberkopf, ey. Noch, Alter. Du hast Tim eingesperrt. Er war nicht sicher. Und jetzt ist er das? Er würde für dich sterben, Bruce. Wir alle. Du hast ihn zurückgelassen, schutzlos. Er hatte nicht mal eine Wahl. Sorry, Bruce, aber du musst ihn zurückbringen. Um jeden Preis. Zeit für eine Entscheidung, Bats. Lieferst du die Scarecrow aus und bringst uns beide um? Oder soll das neue dynamische Duo die Straßen unsicher machen? Geht das nicht? Hä? Ab geht's. Ich werde mich Scarecrow ergeben. Nur so können wir Robin und Jim noch retten. Treffen Sie Ihre Entscheidung mit Bedacht, Sir. Es könnte kein Zurück mehr geben. No, lo, lo, lo. Los. Komm. Hä? Nicht so tief. Ja, hoch. Du bist mir ein bisschen zu langsam hier. Jetpack wäre mal cool. Das von Firefly. Das hättest du dir schon lange besorgen können. Aber nein. Du bist immer noch mit deinen komischen Greifhäkels hier. Oh, oh. Hä? Das soll doch jetzt eine Lagerhalle sein. Wahrscheinlich unter mir. Beeil dich und komm zu meinem letzten Test, Detektiv. Oder ich drücke den großen roten Knopf vor mir und kämpfe. Was? Bist du irre? Gibst du auf, sind wir erledigt. Wir beide. Es gibt kein Zurück. Warum aufgeben? Wir können da draußen noch so viel Spaß haben. Denk drüber nach. All die Köpfe zum Einschlagen und die Knochen zum Brechen. Es ist, als wäre das der tollste Vergnügungspark und du wolltest nicht auf die... Ich sehe, deine Furcht hat dich überwältigt. Wie passend, dass ich gewinne und Batmans Leben vorüber ist. Nicht wegen dem, was aus deiner teuren Stadt wird. Sondern weil du fürchtest, was ich deinen Freunden antue. Deiner Familie. Sie sind deine Schwäche. Verborgen unter der Oberfläche. Ich bin sicher, du fürchtest, was passiert, wenn ich dir die Maske vom Gesicht reiße. Was werden wir finden? Deine wahre Identität? Oder den Beweis, dass du ohne Maske nichts bist? Ohnmächtig, machtlos, ängstlich. Leg deine Ausrüstung auf den Tisch. Und wir finden es raus. Oh Gott. Jetzt der Truck. Die Furcht davor, was ich deinen Freunden antun werde, bringt dich her.
Du weißt es. Ich weiß es. Hä? Gürtel und Ausrüstung ablegen. Ach so, jetzt habe ich ihn einfach wieder aufgenommen. So, jetzt wollte er, dass ich den Truck ablege. Was ist denn den Truck? Ach so. In den Truck hat er gesagt. Okay. Scheiße. Master Bruce, hören Sie mich? Es scheint, jemand verfolgt Ihre Bewegungen durch die Stadt. Das habe ich geahnt. Ich werde wohl etwas verpasst, Sir. Wo sind Sie? Die Würfel sind gefallen, Batman. Von nun an brauche ich deine volle Aufmerksamkeit. Der Albtraum ist fast vorüber und dein Versagen fast vollendet. Ich kann es sehen und bald wird es die ganze Welt sehen.